Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. In diesem Beispiel sind positive, rationale Zahlen gesucht. Mach dich bitte selber zuerst auf die Suche nach diesen beiden Zahlen. Positive, rationale Zahlen sind alle Zahlen, die man als Quotient von zwei natürlichen Zahlen darstellen kann, beziehungsweise als Bruch mit natürlichen Zahlen im Zähler und im Nenner, also in der Form n1 durch n2, wobei n1 und n2 natürliche Zahlen sind. Überprüfen wir unsere fünf vorgegebenen Zahlen. Zahl Nummer 1 ist die Wurzel aus 5. Die Wurzel aus einer Primzahl wie 5 ist bekanntlich eine irrationale Zahl. Als irrationale Zahl lässt sich die Wurzel aus 5 eben nicht als rationale Zahl und damit eben nicht als Quotient von zwei ganzen Zahlen darstellen und damit schon gar nicht als Quotient von zwei natürlichen Zahlen. Wurzel aus 5 fällt daher als irrationale Zahl aus. Zahl Nummer 2 ist 0,9 mal 10 hoch minus 3. Diesen Ausdruck müssen wir natürlich jetzt interpretieren. Was bedeutet 0,9 mal 10 hoch minus 3? 10 hoch minus 3 steht für 1 durch 10 hoch 3. 10 hoch 3 ist 1000. Wir haben also 0,9 Tausendstel vor uns. 0,9 ist keine natürliche Zahl, aber ich kann diesen nicht ganz korrekten Bruch erweitern, sodass wir 9 Zehntausendstel erhalten. Und wir haben nun tatsächlich eine Bruchzahl mit zwei natürlichen Zahlen im Zähler und im Nenner. Es handelt sich um eine positive, rationale Zahl. Also ist 0,9 mal 10 hoch minus 3 die erste der beiden gesuchten Zahlen. Und wir können diese bereits einmal ankreuzen. Die nächste Zahl, Nummer 3, die Wurzel aus 0,01. Nicht jede Wurzel ist automatisch eine irrationale Zahl, sofern wir die Wurzel aus Quadratzahlen ziehen können. Die Wurzel aus 0,01 ist identisch mit der Wurzel aus einem Hundertstel. Und wenn ich die 0,01 als Bruch schreibe, erkenne ich, dass sowohl 1 im Zähler als auch 100 im Nenner Quadratzahlen sind. Ich kann also die Quadratwurzel partiell ziehen und erhalte ein Zehntel. Und ein Zehntel ist offensichtlich eine positive rationale Zahl und erfüllt die Bedingung. Wir haben also auch die zweite gesuchte Zahl bereits gefunden. Zur Sicherheit kontrollieren wir aber noch die beiden ausstehenden Zahlen. Pi Viertel. Pi ist natürlich der Prototyp einer irrationalen Zahl. Wenn wir eine irrationale Zahl mit unendlich vielen sich nicht wiederholenden Nachkommastellen durch 4 dividieren, ändern wir daran nichts, dass das Ergebnis unendlich viele Nachkommastellen hat und natürlich wiederum nicht periodisch ist. Also, es ist nach wie vor eine irrationale Zahl. Bleibt noch Nummer 5. Minus 1,41 mal 10 hoch 3. 10 hoch 3 ist 1000. Minus 1,41 mal 1000 ist 1410. Und zwar minus 1410. Das ist natürlich eine ganze Zahl. Es ist als ganze Zahl auch eine Bruchzahl, aber keine positive, rationale Zahl. Und nachdem wir eine negative Zahl vor uns haben, erfüllt sie die Bedingung der Positivität nicht. Also ist auch diese Zahl nicht Lösung. Die beiden von uns gefundenen sind tatsächlich die einzigen Lösungen und damit ist das Beispiel gelöst.